Grüßen. Super, Heike Pehlchen ist auch dabei, die die Grüße und die Perspektive der Berlinerinnen und Berliner auf dieser Auseinandersetzung darstellen werden. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr streikt heute stellvertretend für über 3 Millionen Menschen in dieser Stadt. Denn wir sind alle potenzielle Patientinnen und Patienten. Und ich kann sagen, mehr von euch ist besser für uns alle. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute im Tagesspiegel auf Seite 1 steht, dass dieser Streik ein politischer Streik ist. Und ich teile, was dort steht, weil es in diesem Streik um die Frage geht, ob mit Gesundheit Profite gemacht werden sollen oder ob Krankenhäuser bedarfsgerecht finanziert werden müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nachgerechnet. Und es ist ja ein Fortschritt, dass der Mann auch rechnen kann. Der hat nämlich gesagt, dass eure Forderungen auf 600 neue Stellen hinauslaufen würden an der Charité. Und er hat gesagt, das würde 32 Millionen Euro kosten. Und dann hat er gesagt, dafür sei kein Geld da. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, manchmal wäre man ja gerne eine Bank oder ein Flughafen. Kevin! Funktioniert an diesem Flughafen gar nichts. Aber dieser Flughafen verschlingt jeden Monat 17 Millionen Euro dafür, dass er leer steht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann auch rechnen. Und zweimal 17, zwei Monate, das ist mehr Geld, als es kosten würde, 600 Stellen an der Charité für ein Jahr neu zu finanzieren und zu schaffen. Und das sind die Verhältnisse, um die es in diesem Land geht. Für die neue Panzer-U-Bahn, ich weiß nicht, wer von euch mit der mal gefahren ist, die fährt vom Alexanderplatz. Die fährt vom Alexanderplatz bis zum Kanzleramt, da hängen wir meistens nicht so oft rum, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jedenfalls dieser Streckenabschnitt von 1,8 Kilometer hat 650 Millionen gekostet. Da könnt ihr ja mal nachrechnen, wie viele Meter man bräuchte davon, um eure Forderungen zu finanzieren. Das sind 55 Meter, liebe Kolleginnen und Kollegen, würde ausreichen, um Geld bereitzustellen für eure Forderungen. Finanzsenator hier in Berlin, Kolatz-Ahn, wenn der sich hinstellt und versucht, verschiedene Bereiche gegeneinander auszuspielen, wie gestern geschehen, als gesagt wurde, wenn die Forderungen des neuen Mietenvolksentscheides in Berlin, das ist eine Initiative, die dafür kämpft, dass die Mieten nicht weiter ansteigen, wenn diese Initiative durchkommen würde, dann müsste man die Kitas dicht machen, hat er gesagt, und dann hätte man weniger Geld für Krankenhäuser. Wir können nur sagen, wenn irgendein Flughafen-Heini sagt, dass er mehr Geld braucht, dann werden die Millionen in den Allerwertesten geschoben, die werden die Schadensersatzansprüche haben. Aber wer kommt für eure Schadensersatz auf, liebe Kolleginnen und Kollegen? Wenn nicht solche Manager oder Politiker dieses Land bestimmen und regieren würden, sondern wenn Krankenschwestern, Busfahrer, Kita-Beschäftigte und wenn ihr dieses Land regieren würdet, dann hätten wir keine Fallpauschalen, wir hätten keine Privatisierung und wir hätten keinen Stellenabbau, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist absolut richtig, was ihr macht und es ist absolut richtig, dass von eurem Kampf ausgehend auch gesetzlich bundesweit für alle Beschäftigten eine ähnliche Regelung erkämpft werden soll. Wir setzen uns dafür ein, dass eure Forderungen in
in Berlin bekannter werden. Wir setzen uns auch dafür ein, dass verbindliche Regelungen in einem Landeskrankenhausplan festgeschrieben werden. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr zu unserem nächsten Bündnistreffen am 18. Mai um 18 Uhr im Verdi-Büro kommt. Mehr von euch ist besser für uns. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich möchte nur ganz kurz zu euch sprechen. Ich möchte nur sagen, so lange wie die Charité euch schon mit Verhandlungen hinhält, ohne wirkliche Verbesserungen zu bewirken, solange sich in der Politik nichts wirklich zu euren Gunsten bewegt und solange sich der Arbeitgeber auf Sachzwänge und Geldnot rausredet, solange seid ihr so richtig mit eurem zweitägigen Warnstreik. Es ist einfach total super, dass ihr das jetzt endlich macht, nach 2,5 Jahren Streit um eine Mindestbesetzung. Eure Forderungen werden auch gehört und eure Forderungen werden auch von den ärztlichen Kollegen gehört. Die Ökonomisierung des Krankenhauses und des Gesundheitssystems trifft euch stärker als die Ärzte. Aber es wird Zeit, dass die Ärzte begreifen, dass sie mit euch in einem Boot sitzen. Menschliche, umfassend kompetente und umfassend sorgsame Medizin nur erstritten wird können gemeinsam, wenn alle zusammen die Kräfte bündeln gegen die Ökonomisierung des Krankenhaussystems und dagegen, dass es fehlfinanziert ist über solche Konzepte wie die DRGs und gegen die Verwertungsinteressen von privaten Investoren. Wir müssen gemeinsam kämpfen dafür, dass das Krankensystem, Gesundheitssystem wieder ein bedarfsgerechtes und menschliches System wird, was gute Medizin für uns alle bereithält. Ihr geht absolut beispielhaft voran. Und ich wünsche mir von den leider überwiegend abwesenden ärztlichen Kollegen, also in das virtuelle Ohr des ärztlichen Kollegiums gesprochen, dass sie euch in Zukunft ganz konkret und viel, viel sichtbarer unterstützen in eurem Kampf. Viel Glück noch!